Ja, hi, liebe SimRacing-Fans. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende gut rumgekriegt und steht, dass ihr wieder bei mir seid. Heute mal mit einem Special, war ganz was Nice. Ich stehe immer ein bisschen auf dem Kriegsfuß bei Automobilista 2 mit den Karts. Ich habe mal ein Video gemacht auf dem Nürburgring-Kart gegen Race Truck. Habt ihr vielleicht gesehen? Und ja, es war schon ein bisschen heftig zu fahren. Ich muss sagen, ich komme nicht klar mit den Karts in Automobilista 2. Ich will es aber ganz gerne mal fahren und bin jetzt durch Zufall auf was gestoßen, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Und zwar gibt es auf Steam, das Ganze heißt Kartcraft. Ich weiß nicht, ob es der andere von euch schon mal gesehen hat. Vielleicht war ich auch zu blöd, das die ganze Zeit irgendwie zu finden und habe es die ganze Zeit übersehen. Auf jeden Fall, ich habe mir das Ding besorgt, habe es installiert und wir fahren jetzt einfach mal. Gleich mal ein kleines Rennen. Es sind verschiedene Kurse drauf. Ich komme nicht so ganz klar damit. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Kurse. Wir sind ja drin. Das Ganze ist noch im Early Access. Es gibt tausende Konfigurationsmöglichkeiten und und. Runde-Limit ist 3. Wir fahren sonst nicht mehr 2 Runden. Aber auf dem Kart ist ein kleiner Kurs. Machen wir mal eine Ausnahme. Wir fahren halt nur 3 Runden. Und ich will euch nicht länger. Halt, langweilig jetzt. Eieiei. Langweilig wollte ich sagen. Die Map. Ich wollte das PFI-Klassik fahren, das habe ich nämlich vorhin mal ausprobiert und schmeißt mich gleich wieder raus. So, du musst mir jetzt sagen, Stadt-Event. Das Ganze, ich habe ein bisschen Probleme gehabt, so 4K einzustellen. Das ist im Moment, jetzt scheint es zu laufen. Wir machen einfach mal weiter. Da kann ich 1000 Sachen einstellen bei dem Kart. Das ist wirklich heftig von der Konfiguration. Es scheint sehr detailliert zu sein, sehr detailliert ein Setup reinzugehen. Und wir fahren einfach mal die 3 Runden. Wundert euch nicht, wenn es mich hier irgendwo rausschmeißt oder sonst wie. Aber so auf den ersten Blick sieht es ganz nett aus. Die Grafik läuft mit der Unreal Engine 4. Und ich gehe mal kurz rein ins Vehicle-Setup. Da könnt ihr also hier könnt ihr ins Tuning reingehen. Das ist ganz nett gemacht. Das will ich gerade mal kurz zeigen. Wenn ihr hier die verschiedenen Optionen auswählt, dann springt ihr da auf dem Fahrzeug gleich hin. Und das seht ihr also, da könnt ihr die Spurweite zum Beispiel könnt ihr hier einstellen und so weiter. Ich mach das jetzt mal zurück. Seht ihr hier das linke Rad die Spurweite, rechtes Rad Spurweite. Und ihr seht es also, was er hier an mechanische Dinge verändert. Seht ihr das hier gleich auf dem Kartständer, wo das Kart da drauf sitzt. Das ist also ganz nett gemacht. Erst mal Finish. Gesagt, ich will jetzt sagen, keine komplette Einführung da machen, um Gottes Willen. Guckt euch einfach mal Rennen an und ich muss es mir echt mal ein bisschen zu Gemüte führen, das Ganze da. Und dann werde ich mal sehen, ob das Spiel was ist. Und dann mache ich bestimmt noch ein paar mehr Videos, könnt ihr euch drauf verlassen. Und wir fahren jetzt echt mal los. Jetzt stehen wir da in der Garage. Da wieder jetzt was so, wo ich mit der Maus wieder habe, aber es geht auch vom Lenkrad. Das Lenkrad lässt sich ganz gut konfigurieren, muss ich sagen. Das ist gut gemacht, der Konfigurationsmodus. Ich habe das soweit auch Field of View alles schon eingestellt. Das ist ganz schön. Das kann man die Bildschirmparameter eingeben. So, jetzt fahren wir mal los. Und dann stellt ihr euch das Field of View automatisch ein, angepasst für euren Bildschirm. Und die Grafik ist noch ganz nett. Ich habe die KI jetzt mal auf einfach gestellt. Ich will nicht gleich da hinausfliegen. Also auf den ersten Blick das Ganze. Oh, bei Leitz, wo ich dem Ende schon hin durfte, dass ich das. Das fahrt sich eigentlich ganz nett, was sich gut steuern muss, aber ich habe vorhin mal ein paar Kleine Testrunden gedreht. Jetzt sind wir schon ein bisschen langsam da vorne. Also die Grafik, ja, ist noch nicht so. Voilà, jetzt fahren wir ein bisschen Vorbande. Ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, ob ich sage, die Grafik ist gut oder nicht. Ich finde die Karte selber finde ich klasse. Mit der Strecke Kontakt befinden. Das Ganze ist noch in Early Access. Aber an sich sind sie relativ detailliert. Ich hätte mir gewünscht, dass ich noch an der Helligkeit oder irgendwie was drehen kann. Aber ich mal rausgucken, wie es geht. Aber ansonsten, ich glaube, die Zuschauer sind da ein bisschen animiert. Und, aber so sowas kriegt er wieder Lust bei mir zu sehen. Auf Just Retired from Gaming, Just Two Laps. Wir sind schon in der zweiten Runde, wir machen jetzt aber noch ein dritter. Da bin ich mal immer quer, aber es muss sagen, es lässt sich gut steuern, lässt sich besser steuern, wie im Automobil ist das so. Jetzt. Das ist ziemlich intuitiv steuern, ein gutes Feeling dabei. Lässt sich echt gut fahren hier, muss ich sagen.
Also das Ding hat mich ein richtig gutes Fahrtgefühl auf dem Crossfeedback. Gute Gegend, Punktwerfen. Man merkt das Rutsche vom Kart weg, das ist sehr gut. In der Kurve, den Grip, das Slide finde ich fantastisch gelöst, ja. Jetzt wird das beste Crossfeedback, muss ich sagen, das ist schon sehr kaputt. Die Fahrphysik her ist klasse. Meine Lab, weil das ist eine schöne Runde. Aber es immer gut, wie er geht. Das ist das erste Mal, dass ich das Ding gefahren habe. Lässt sich aber sehr gut steuern, ja. Ich habe es manchmal erst mal auf die Folge gelost, das war das Feedback. Ich habe das gestärkt oder was noch keine Mal geschnitten. Jetzt reißt es mich ein bisschen Nebel raus. Ich werde mich gleich wieder wiederholen hier. Das ist noch erste. Mal zum Gucken. Das passt, kann man das Lenkrad nochmal schön konfigurieren. Der Hintergrund ist ganz gut. Guck mal, so wie ein Automobil ist dazu. Weitest du denn? Guck hier, also das Handling ist echt klasse, muss ich sagen. Fand man so richtig gut. So, ne? Und, zack, das sind wir durch. Das ist die erste Woche. Das war das erste Rennen, gleich mal die erste Woche. Fastest Lap gemacht. Ah, super. Ja, ich gebe es dir zu, ich habe die KI mal ganz runtergestellt. Ich muss es mal ausprobieren. Aber es ist ganz schön gemacht, du hast Siegerehrungsrunde noch ein bisschen dabei. Ist eigentlich ganz nett. Jetzt muss ich mal gucken, ob es da noch eine Wiederholung irgendwo gibt. Und er sagt der Continue. Stufe 1, verbesserte Platzierung. Du bringst jetzt irgendwas da. Ich weiß nicht, ob es da so eine Art Karriere gibt. Ich habe da noch nicht so genau reingeguckt. Folgende Stufe erreicht 2, na schön. So, wenn ich jetzt Wiederholung irgendwo hätte. Watch Replay, ja, da ist es doch. Oh, guck mal, ewig geht's los. Ja, also die Cards, die von der Grafik her schweben, die so ein bisschen über die Strecke. Das habe ich als früher beim Project Cars ein bisschen bemängelt. Und bei anderen Rennsims sind es auch schon. Das scheint hier auch ein bisschen zu sein, dass so der vermittelte Fahrbahnkontakt von den Cards fehlt mal. Aber an sich sieht es relativ gut aus. Was gibt's noch? Gameplay, Rennstrecke, kann man die Kameras anscheinend umschalten. Fotos kann ich da noch machen. Wir gucken uns das mal da, wenn man es irgendwie ausblendet, das Ding da. Das ist alles. Ja, und schon das Ding mal ausblenden. Rennstrecke. Gameplay, ja, da kann man die Fahrer umschalten. Da kann man auch die Rennstrecke umschalten, oder dann jetzt, da ist er, der Brummen so rum. Nächster Tag, dieses Tag, erzählen wir. Das ist nicht so ganz. Jetzt hier auf den nächsten Fahrer anscheinend. Leute, ich bin noch ein bisschen am Ausprobieren, aber so auf den rechten Blick. Ich muss sagen, das sieht nicht so schlecht aus. Halt. Ey, wo hat er denn das Menü gemacht? Das wollte ich ja. Ja, nur ein bisschen mit Absprüche, sag ich mal. Aber. Spaß zu machen, also ich denke, da wird noch ein bisschen was von mir kommen. Ja, du hast sehen, das ist jetzt das Kart, dann ist zur Hilfe von der Strecke abgehoben. Ja, muss jetzt mal sehen, wie so ein fertiges Video rüberkommt. Also ich muss sagen, macht das ganze Ding, aber richtig Spaß. Also wenn du drauf sitzt, so die Karts unheimlich detailliert, das heißt detaillierter gemacht. Automobilister 2, klar ist natürlich da spezialisiert das Ganze. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielleicht habt ihr da ein bisschen Geschmack dran gefunden. Würde mich freuen, wenn der eher oder andere schon Erfahrungen mitgemacht hat mit dem Game. Und das kennt, kann man die Erfahrungen mitteilen, in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Ganze so findet. Ob ihr Interesse habt, das euch vielleicht auch mal anzugucken, euch zuzulegen. Kostet denn die Welt, kostet auf Steam im Moment, ich glaube, im Early Access für 17 oder 18 Euro. Ist, ja, gesagt, nicht viel. Da kommen wir wieder. Ja, habe ich schon gewackelt auf dem Lenkrad gespielt. Ich muss erstmal noch alles ausprobieren, die ganze Einstellung an Tuning. Gibt es 1000 Fahrermöglichkeiten und dann kann ich dann wieder eine Karriere dort gemacht machen. Und es gibt da Online-Modus, gibt es natürlich auch noch und. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch, könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, guckt mal wieder rein. Natürlich auch weiterhin Videos von Automobilista 2, Santa Corsa Competition, wie immer alles in 4K, alles in 60 FPS, alles mit maximaler Detailstufe, auch hier in dem neuen Kart Racing.
Ich danke euch fürs Zuhören und gibt mir halt sicherlich auch nochmal ein neues Video von Automobilis dazu, wenn ich auch nochmal ins raushaue und vielleicht auch noch was Assetto Corsa. Mal sehen, je nachdem, wie ich noch Lust und Laune habe. Ich wünsche euch was und spätestens bis morgen mit einem neuen Video. Ciao!